Let's play some games, weil Zocken geil ist. Herzlich willkommen, hier ist der Benny von Let's Play Some Games und eine Woche hat leider nur 7 Tage. Dahingehend hat auch eine Woche mit nur 7 Folgen und wir befinden uns in der letzten Folge von Pandora. Und ja, ich habe euch Großes versprochen, wir werden Großes erleben. Ich bin mir ganz sicher. Weil ich auf jeden Fall diese Einheiten hier angreifen möchte und um unsere Siegchance ein bisschen zu erhöhen, warte ich eigentlich noch darauf. Da haben wir den Former. Jetzt gucken wir mal, ob der da oben ankommt. Den lassen wir auf jeden Fall mal da hochfahren. In der Hoffnung, dass das diesmal überlebt. Okay. Gut, dann möchte ich jetzt mal kurz in die Stadt gucken. Ein Rang für die Einheiten, die warten wir noch ab. Die 5 Runden, die geben wir uns, um vielleicht, dass alle Einheiten hier um 1 aufsteigen, stärker werden. Und dann können wir hier unten die Königin angreifen und die Thronen. So ist der Plan, so werden wir es machen. Wir beenden diese Runde. Runden, okay, Moment. Lady Lilith Vermilion. Ah ja, dann denunziere mich doch öffentlich. Das ist mir doch sowas von egal. Damit kann ich leben, Freundchen. Überhaupt kein Problem. In 4 Runden sind wir aufgestiegen. Der fährt mal daher. Die brauchen wir nicht bewegen. Wir können den Tag wieder verstreichen lassen. Ich habe den Ausdruck, der Krieg, um den Krieg zu beenden, geprägt. Und das war nicht unbedingt mein kleinster Fehler. H.G. Wells. Ja. Okay. Jetzt haben wir Krieg. Ich hatte ja damit schon gerechnet. Und auch die Befürchtung gab, dass es irgendwann mal so weit kommen würde. Jetzt ist es soweit. Das große Finale der letzten Folge hat somit offiziell begonnen. In 3 Runden sehen wir mehr. Aha, 1, 2 und 3. So. Nur weil man lesen, schreiben und ein klein wenig rechnen kann, heißt das... Ja, sie hat uns den Krieg erklärt und ich habe nicht aufgepasst da oben. Ach, weil ich mich hier unten so sehr auf meine Einheiten konzentriert habe. Aber sei es drum, das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Die ganzen Einheiten sollen ja nachher angreifen. Unsere Siegchance ist etwas gestiegen. Jetzt beenden wir noch einmalig die Runde. Oder wir marschieren in den Krieg. Sollen wir das vielleicht so machen? Das wäre natürlich eine famose. Aber so weit. Jetzt probieren wir das mal aus. Wir werden versuchen, in den Krieg zu ziehen. Und zwar gegen Madame, wie auch immer die heißt. Und in
vier Runden wäre auch der zweite Panzer fertig. Vielleicht warten wir das auch noch ab. Unsere Stadt wächst zwar, aber leider auch nicht schnell genug. Ja, jetzt machen wir noch vier schnelle Runden hier durch. Warten ab, bis der Panzer da ist. 2, 3, 4. Da sind unsere Panzer. Vielen Dank für das Lob. Und mit diesen Punkten werden wir es schaffen. Wir bauen die Raffinationsanlagen und wir werden. Was machen wir dann? Schwierig, 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 schwierig. Wir haben schon viele Gebäude hier drin. Die Stadt ist eigentlich gar nicht so schlecht. Leider haben wir rückläufiges Wachstum, weil wir auch wieder Probleme mit unserer Nahrung haben. Jetzt gucken wir mal. Falls sie uns angreift, werde ich jetzt noch hier 3 Punkte reinsetzen. Und den setze ich auf Automatisieren. Und die Einheiten bewegen sich alle daher. Dort warten sie dann auf die zweite Einheit. So. Zack. Sehr gut. Wir haben eine neue Forschung und können jetzt nämlich in die fortgeschrittene Stadtplanung investieren. Hier müssen wir jetzt eine Runde warten, bevor wir dann loslegen können. Und hier haben wir schon den Feind vor Augen. Wir werden diesmal keine Gnade walten lassen. Wir werden auf volle Konfrontation gehen. Wir haben ein schlagkräftiges Heer. Wir haben insgesamt 14,8 an Stärke. So, damit werden die den Erdboden gleich gemacht und es geht weiter. Wir werden die Stadt einnehmen. Ja, danke für das Lob. Wir haben auch noch mehr vor. So. Wir kämpfen uns jetzt zu der Stadt durch und werden einfach. Oh, 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 oh. Schutzgeld wird abgelehnt. Und hier werden wir einen Angriff starten. So sieht es nämlich aus. Wir werden die gute Dame jetzt in Grund und Boden und wir werden sie überrennen. Ja? Mit all unseren Einheiten und all unserer Kraft, die wir haben, werden wir bis hierher wandern. So. Zug beenden. Das braucht jetzt eine ganze Weile. Natürlich, vielen Dank für das Geschenk. Auch das nehmen wir gerne an. Das wird das große Finale werden. Und wir wachsen und wachsen und wachsen und ich weiß gar nicht, wohin damit. Wir werden, das ist eine richtig gute Stadt, wie sie hier läuft. Also wir haben Produktion, allen möglichen. Das einzige Problem, was wir haben zu wenig Nahrung. Das war unser Manko und ich habe oben einfach nicht aufgepasst, wo wir diese Stadt hätten angreifen können. Verteidigen können, wo sie angegriffen worden sind. Das war unsere Nahrungsproduktionsstadt eigentlich. Schade, dass wir die verpasst haben. Aber gut. Sei es drum, so ist es. Wir haben unsere Verteidigungsanlage hier. Die bewachen hier. Die haben sich in die Stadt eingenistet und kriegen dadurch einen Verteidigungsbonus. Und unsere Einheiten hier werden hier angreifen und zwar jetzt dann. In der nächsten Runde ist es soweit. Brennt, brennt, brennt. Haha. Wir haben Verluste erlitten, aber wir haben
die Stadt eingenommen. Modernes Technologiezeitalter förderlich sei für das Aufkommen von Diktatoren. Wir müssen jedoch verstehen, dass die Industrien, Prozesse und Erfindungen, die wir der modernen Wissenschaft zu verdanken haben, sowohl zum Unterdrücken als auch zum Befreien eingesetzt werden können. Die Entscheidung liegt ganz bei uns. Henry A. Wallace. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Und zwar werden wir uns jetzt hier einnisten. Weil ich vermute Vergeltung, die uns wahrscheinlich auch ereilen wird. Vielen Dank für das Lob. Akzeptiere ich gerne. Wir haben hier eine Farm in Besitz genommen und das bietet uns die Möglichkeit, hier echt mal ein bisschen was rauszuholen. Das bedeutet aber auch, dass wir vielleicht hier ja, oh Gott, die Moral ist unten. Wir hätten hier echt gut Wohnraum. Wachstum ist nicht so gut. Wir haben Agrikulturanlagen mit eingenommen. Das ist ja echt gut. Insofern würde ich gerne den Farmer hierher fahren lassen. Und hier machen wir eine Ausbildungsanlage. So. Die beiden brauchen wir gerade nicht befehligen. Die sollen sich da drin nur einbunkern und von dem Boni profitieren, die sie dadurch bekommen. Wobei der könnte vielleicht auch noch in die Stadt mit rein und die auch. Hauptsache die Stadt wird richtig verteidigt. Das ist das Oberste, was wir machen. So. Die beiden bleiben stehen. Vielleicht ist diese Welt die Hölle eines anderen Planeten. Aldous Huxley. So, und jetzt kommt dann der große Punkt. Jetzt, da bin ich das letzte Mal gestorben und auch gescheitert, weil jetzt werden dann langsam die Urbewohner, die Aliens, die Xenomorphen hier auf Pandora feindlich und greifen uns an und das wird echt, echt schwer werden. Denen müssen wir noch einen Bewachenstatus geben und denen auch. Und denen auch. So. Weil jetzt wird es langsam haarig werden. Wir haben hier eine gute Verteidigungsmacht aufgebaut. Ne, verdammt gute. Wenn jetzt dann unser Former durchkommt, könnten wir hier echt was reißen. Was müssten wir machen? Konstantin Opel. Ja, und Let's Play Some Games. Hier sollten wir uns vielleicht auch noch einen eigenen Former kurz bauen. Und hier bauen wir, ja, okay, das passt soweit. Gut, gehört uns. Pass. Zurück zur Karte. Wir können weitermachen. Vielen Dank für das Lob. Hier haben wir jetzt echt eine ordentliche Verteidigungsmacht. Also ich glaube, die Stadt wird uns keiner mehr so schnell nehmen. Auch unsere Hauptstadt ist mittlerweile bei 8,8 der Verteidigung. Eigentlich ausreichend für den normalen Angriff, der uns erwarten wird. Wenn er uns denn noch überhaupt in der Folge erwartet. Ja, das kommen langsam, aber die von den Flugeinheiten habe ich keine Befürchtungen. Die schaffen wir locker. Siegchance 100%. Keine großen Verluste. Hier auch nicht. Alles sei Sachen, die wir ohne Probleme bewerkstelligt bekommen. Wir geben hier noch wieder die volle Verteidigung, Haltung. Und hier haben wir sie schon. Zug beenden. Auch ein Geschenk nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Jetzt kommt hier ein Angriff wahrscheinlich, so wie es aussieht. Da freuen wir uns sogar schon ein bisschen drauf, weil das wird ein hervorragendes Finale für die heutige Folge werden.
Ja, Krieg. Aber auf unserem Grund, aber nicht gegen uns. leider nicht. Gut, ich wollte euch noch ein bisschen Krieg bieten. Wir haben ein bisschen was gesehen. Wir haben eine Stadt eingenommen in dieser einen Woche mit. Wir haben eine Stadt verloren. Wir haben eine tolle Ausgangssituation für unsere Hauptstadt geschaffen. Wir haben eigentlich wirklich viel in dieser Woche erreicht. Das Spiel macht einfach viel Spaß und unser Former würde jetzt dann auch kommen und langsam wieder das Gebiet hier umkultivieren. Also wir haben hier echt eine Menge noch zu tun. Das Schönste ist, es ist Multiplayer-fähig und vielleicht, ich mag nicht zu viel versprechen, werdet ihr auch von uns, von Let's Plays am Games, mal eine Multiplayer-Folge sehen. Mich würde es freuen, wenn ihr dann wieder reinschaltet und zu den anderen Let's Plays natürlich auch gerne. Wir haben noch jede Menge zu zeigen und in diesem Sinne, bis dahin, euer Benny von Let's Plays on Games. Macht's gut, ciao.